Fangen wir an? Ich finde schon mal gut, dass ihr ein Mikrofon habt, da muss ich nicht so schreien. Ja, ich wollte euch einmal heute Reverse Engineering ein bisschen näher bringen. Das ist ein relativ großes, komplexes Thema, deswegen normalerweise wäre so ein Vortrag, man spezialisiert sich auf ein Thema und fasst das dann einmal komplett durch. Das kann ich heute leider nicht bieten in einer Stunde. Allerdings möchte ich schon ein bisschen einmal erwähnen, warum man das macht. Da gibt es nämlich verschiedenste Anwendungen oder Anwendungsbeispiele, warum man eigentlich mal eine Anwendung auseinandernehmen möchte. Dann ein bisschen Überblick über die Anwendungsarchitekturen, damit man einfach versteht, worauf man sich eigentlich einarbeitet. Dann, ich habe auch ein paar Demos vorbereitet. Ein paar Beispiele wollen wir dann einmal kurz schnell durchziehen, allerdings auch wirklich leider nur schnell kurz durchziehen. Und zum Schluss erzähle ich noch, was es so für Techniken und Technologien gibt, die gegen Reverse Engineering arbeiten. Weil im Zweifel der größte Feind von Reverse Engineering an sich ist schon mal Komplexität. Deswegen habe ich auch das Startlogo hier gewählt. Das ist so eine alte, ich glaube, Panasonic-Kamera. Da jetzt das Ding auseinanderzuschrauben und zu gucken, was ist da ist alles drunter und auf jedem Chip, wäre schon nett. So, warum? Da will ich auch euch ein bisschen fragen. Ich muss das auch wiederholen wegen dem Stream. Warum würdet ihr Reverse Engineering machen wollen? Oder was sind so eure Anwendungsfälle? It's fun, auf jeden Fall. Habe ich auch als Beispiel, ja? Es wird nicht mehr maintained zum Neuentwickeln oder neue Anwendungsarchitektur hochbringen, ja? IT Clown, ja? Da haben wir noch ein. Neue Features einbauen, okay. Das ist aber schwierig, auf einer bestehenden Anwendung das zu machen, okay. Und da war noch einmal Malware verstehen. Das ist, eigentlich haben wir jetzt fast schon alle Beispiele einmal durch. Also es gibt für mich, ich würde mal sagen, zwei Kategorien, warum man das machen möchte. Die erste ist Sicherheit natürlich. Und das ist zum einen wirklich zum Finden von Schwachstellen, meistens in proprietäre Software, weil bei Open Source kann man halt das einfacher im Source Code nachgucken. Dann braucht man kein Reverse Engineering. Das ist so eigentlich der Hauptpunkt, weshalb Reverse Engineering eigentlich immer genannt wird, aber es gibt wesentlich, wesentlich mehr. Das Finden von Backdoors und Bypassen, also so spezifische Passwörter oder Schlüssel zum Entschlüsseln, ist ein sehr schönes Beispiel. Einfach zu gucken, was bringt so eine Software an Sicherheit und oh, ich habe euren Secret Key gefunden und deswegen könnt ihr jetzt alles neu schreiben. Malware-Analyse ist like, man muss das ein paar Mal gemacht haben, aber das ist kein einfaches Feld, weil die Leute natürlich schon extrem darauf basiert sind, dass die nicht gefunden werden wollen oder nicht möchten, dass selbst Antiviren-Tools die einmal richtig durchchecken. Deswegen haben die verschiedenste Technologien da drauf laufen, weshalb die das alles versuchen, nicht so einfach zu machen. Allerdings ist es ein sehr sinnvolles Feld, vor allem wenn es Targeted Malware ist und nicht Untargeted Malware. Weil bei Untargeted Malware wird man wahrscheinlich keine Zero Days drin finden, aber bei Targeted Malware, da könnte man eventuell was finden, was noch nicht bekannt ist und das dann damit veröffentlichen. Gibt es auch nicht wirklich viele Leute, die das machen. Alle behaupten, sie tun es, aber die wirklich die wenigsten tun es. Und wenn man dann mal so auf DEF CON rumtanzt und fragt so, oh, du machst Malware-Analyse, was hast du denn als letztes auseinandergenommen? Auf jeden Fall ein paar Mal ausprobieren. Am besten, was da per Spam in der Inbox immer reinkommt, wenn das immer Excel-Dateien sind, einmal reingucken. Einfach mal selber probieren, ohne die auszuführen, bitte. So, und dann gibt es tatsächlich auch noch diese Kontrolle von Releases, weil wenn man jetzt in größeren Unternehmen arbeitet, ist es halt so, die machen nicht die komplette Produktion selbst, sondern die entwickeln eigentlich nur noch. Dann schicken die das alles nach China, die lassen das dann produzieren und auch schon auf die Firmware mit drauf flashen. Und dann will man zumindest bei ein oder zwei Geräten nochmal gucken, dass die gleiche Firmware drauf ist, die man ursprünglich da mal runtergeschickt hat. Das ist es inzwischen ein riesen Security-Prozess. Und da gibt es dann auch Leute, die spezifisch die Malware wieder runterziehen von den Geräten und an allen Sicherheitsmechanismen, die sie vorher eingebaut haben, dann wieder vorbeiarbeiten, um die Firmware rauszukriegen und dann zu prüfen, ja, das ist noch die gleiche Firmware oder da gibt es jetzt die und die Backdoor mit drin. Kommt auch vor. Aber tatsächlich, der zweite Bereich ist die Entwicklung. Und ein Beispiel haben wir schon genannt, ich hatte das auch mal als Beispiel. Ich muss viel Banken auditieren und da gibt es inzwischen die harte Regel, Windows XP geht nicht mehr. Weil es wird nicht mehr supported, sonst kriegt ihr kein Zertifikat. Und damit laufen die letzten 16-Bit-Programme tatsächlich aus.
Und 16-Bit-Programme sind halt Programme, die vor 20 Jahren in DOS geschrieben sind. Da kann man sich relativ einfach dran tun, die zu reverse-engineeren und dann halt neu in Python zu schreiben, damit es auch noch mit 128-Bit läuft. Besser? Okay. So, also wie gesagt, das ist tatsächlich ein Fall, den ich als Security Consultant selbst mal hatte, dass ich gesagt habe, nee, ihr könnt ihn nicht mehr nehmen. Die hatten keine Alternative und deren Bank, die hatten die Verpflichtung, diese Software einzusetzen, weil es von der deren Central Bank kam, war aber DOS noch. Und die Verschlüsselung war auch so schlecht, dass wenn man eine Datei zweimal verschlüsselt hat, kam wieder Klartext raus. Also. Der nächste Punkt ist dann tatsächlich, normalerweise, wenn man jetzt gucken will, wie funktioniert eine API, spezifisch jetzt haben wir alle diese Telefonanwendungen und wir möchten jetzt gerne, ich wohne im Land, da kann ich sogar nachgucken, ob ich ein Speeding-Ticket habe per App. So, und dann will ich natürlich nicht immer meine Telefon-App nehmen und mein Nummernschild eingeben und gucken, ob ich gerade ein Ticket habe, sondern ich mache das einfach so auf so einem Raspberry Pi in Python schnell runtergecodet und jedes Mal, wenn dann wirklich ein Ticket da ist, dann schickt er mir eine E-Mail. Und um diese Schnittstellen reinzugucken, wie die funktionieren, hat man vorher normalerweise einfach nur den Traffic mitgeschnitten und dann geguckt, wie sehen die HTTP-Requests aus, aber jetzt ist das alles HTTPS. Das heißt, zumindest ein Layer von Verschlüsselung, das ist der Anwendungsfall, wo ich dann mal in die Anwendung reingucken möchte, wie die denn diese API benutzen und dann gucke ich selber, ob ich die auch benutzen kann. Das ist dann so ein schöner Fall von Reverse Engineering, ich habe mir meine eigene App auf eure API geschrieben. Dann Neugier natürlich, also das sollte eigentlich jeden treiben, mal zu gucken, hey, wie haben die dieses spezifische Teil eigentlich gemacht, ich will es wissen. So, wenn man den Geist nicht hat, dann ist man eigentlich bei Reverse Engineering schon nicht mehr ganz so gut angesetzt, weil man muss es wirklich, es ist ein hartes Stück Arbeit, man muss sich dabei wirklich hartköpfig mit ransetzen und da Stunden dran hängen, um so ein kleines Detail an Informationen teilweise rauszufinden. Und der letzte Punkt, ja, Algorithmen ist quasi dann auch Neugier, ist tatsächlich Industriespionage. Das gibt tatsächlich so den Anwendungsfall, dass Leute Firmen engagieren. Wir wollen gerne mal wissen, wie die Konkurrenz arbeitet in der Software. Bitte holt uns das mal alle raus, aber das ist dann auch schon eher so der schwarze Markt. So, einen kurzen Überblick über Architekturen. Wenn wir um Skriptsprachen reden, dann brauchen wir uns um diese ganzen Architekturen überhaupt nicht drum kümmern. Das betrifft Perl, das betrifft Python, Ruby, JavaScript, vor allem auch im Browser JavaScript viel nachgucken. Das kann nochmal ganz nützlich sein. Aber da haben wir alle schon im Plaintext vorliegen. Da gibt es nichts, was wir zurückentwickeln können. Da können wir höchstens nachgucken, wie benutzen die das. Das ist der einfachste Fall, einfach das zu lesen. Dann haben wir binäre Anwendungen und da hängt es tatsächlich wieder von einerseits der CPU-Architektur ab. Inzwischen ist diese ganze CPU-Architektur relativ vereinfacht, das heißt in 90% der Fälle haben wir AMD 64 oder x86-64. Das ist so der ganz normale Standardfall von, was jeder auf MacBook oder Linux oder Windows hat. So. Unabhängig davon gibt es natürlich jetzt noch die ganzen Embedded-Architekturen oder ARM-Prozessoren. Da ist vieles gleich, aber vieles auch anders. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich in einer Anwendung aus dem Bereich auseinandersetzt, sollte man sich vorher mit der Architektur, spezifisch mit den ganzen Registern, einmal komplett auseinandersetzen. Da kommt man nicht drum rum. Wenn man jetzt eine Anwendung reverse-engineeren will und man hat keine Ahnung von C und man weiß aber, die Anwendung ist in C geschrieben, ist man auch nicht der Beste, der darin aufgehoben, sondern man sollte wirklich vorher einmal C lernen, um zu verstehen, was haben denn die anderen in C gemacht und was ist dabei dann rausgekommen. Womit ich auch gleich zum am meisten von mir benutzten Tool komme, wenn es um Reverse-Engineering geht unter Linux, das heißt einfach nur File. Der Vorteil von File ist, es kennt unglaublich viele Formate und unglaublich viele Dateien unabhängig von der Dateiendung. Also nicht wie Windows damals nur mit auf Dateiendungen arbeiten, sondern er guckt wirklich in die Dateien einmal rein und der sagt mir schon die Architektur, der sagt mir schon verschiedene Beispiele, zum Beispiel stripped oder nicht stripped. Das heißt, es sind alle Debug-Informationen draußen, bei dem Fall jetzt SSH auf jeden Fall. Und ich kann sehen komplett, welche Architekturen das sind. Unter Linux-File, das funktioniert überall. Ich glaube, macOS funktioniert das auch. Unter Windows kann man es, glaube ich, nachinstallieren, wenn man möchte. Aber es kennt halt unglaublich viele File-Formate. Das ist sehr, 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 sehr nützlich.
Dann haben wir für Windows unter nativen Anwendungen haben wir einfach, weil es hängt ja nicht nur von der CPU-Architektur, es hängt ja auch vom Betriebssystem ab, haben wir diese Portable Executable oder PE. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von damals noch MS-DOS. Deswegen, damals unter MS-DOS war die Magic Bytes, die am Anfang einfach identifizieren, das ist eine Windows Executable. Und das sind hier die beiden, die waren damals schon MZ. Und damals hieß es das MZ-Format. Dann haben sie später umbenannt in PE-Format, Portable Executable. Aber die haben immer noch dieses MZ beibehalten. Und wenn man immer noch in jede Exe-Datei am Anfang mit reinguckt, dann sieht man immer noch am Anfang auch so, this program cannot be executed in DOS. Das sind halt einfach alte Legacy-Sachen. Ich glaube, die werden sie so schnell auch nicht rausgegeben. Was ist immer noch in Windows 10 ganz neu kompiliert haben, die immer noch mit DOS mit drin. So. Diese ganze Formatarchitektur darunter ist auch wieder relativ gut dokumentiert. Das kann man sich quasi für jedes Format relativ gut einlesen. Wenn man will, das habe ich für 11-mal gemacht, kann man sich da auch mal ein Parser für schreiben, weil dann hat man es wirklich verstanden, wie alles darunter an Informationsaufbau aufgebaut ist. So, unter Linux haben wir das 11-Format oder Linux und Unix oder alle Unix-Umgebungen da halt auch mit drinne. Da sieht man auch am Anfang, man hat wirklich 11 einmal im Header drin stehen. Und der nächste Byte, hier die 02, die sagt quasi schon, für welche Architektur unter den ganzen Unix, also ob es für Linux oder System V oder Unix, Solaris und so weiter drum und dran kompiliert ist. Das sind alles Informationen, die File mir auch so rausgeben wird, aber wenn ihr das jetzt im Hex-Editor lesen wollt, das ist dieses eine Byte, was definiert, für welche Architektur ich das dann quasi gebaut habe. Nee, 02 ist gar nicht wahr. 02 ist 64-Bit. Das hier, dahinter ist die Architektur. Oder das. 01 ist 32-Bit, ja. Und 02 ist 64-Bit. So, und jetzt kommen wir zum letzten Format. Mach-O, das ist das File-Format für Mac. Die haben nochmal einen eigenen Compiler für die ganzen Geschichten zusammengebaut. Und die haben diesen FEED-Header. Und dahinter geht das dann auch los mit den ganzen Feldern für diese Architekturen. So, das ist jetzt nur der Start-Header für jede Binary Executable. Für Java müssen wir es noch einmal kurz durchgehen. Für Java, also für Class-Dateien, die sind ja auch kompiliert, da ist es so, dass es nicht mehr so ist, dass die betriebssystemspezifisch kompiliert sind, sondern die sind für ihre virtuelle Umgebung kompiliert. Deswegen spricht man da von Bytecode und nicht mehr von Assembler-Byte oder sowas. Und das bedeutet, dass ich die gleiche Anwendung auf jeder Architektur jeweils zum Laufen kriegen kann. Das läuft ähnlich wie bei Skriptsprachen ab. Da gibt es dann eine Native Binary, die quasi betriebssystemspezifisch ist und die hilft, diese Anwendung dann komplett zum Laufen zu kriegen. Die führt dann diese Class-Datei aus. Da sollte man auch noch wissen, wenn man Java-Anwendung kriegt, kriegt man die nicht in der Regel mit so einem Bunch von Class-Dateien, sondern in der Regel sind die gepackt. Und das ist dann halt wieder spezifisch für JAR-Dateien, ist meistens für Java Archive. War-Dateien ist dann halt, der hat nichts mit Krieg zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, das ist ein Web-Archive. So, die kann man einfach entpacken und da drinnen findet man dann die Class-Dateien und die sehen dann halt so aus wie da. .NET ist ähnlich aufgebaut. Allerdings hat das diesen normalen, regulären PE-Header. Allerdings, was da drin ist, ist auch wieder Bytecode. Deswegen funktionieren .NET-Anwendungen zum Beispiel auch unter Linux mit Mono. Da ist das dann die Laufzeitumgebung, die dann darunter alles raufkriegt. So, jedes dieser Formate ist im Prinzip so, es hat jetzt diesen Header-Block, der ist statisch von der Länge, aber alles danach fängt an dynamisch zu werden. Und da gibt es jetzt jede Menge Tools, mit denen man jetzt anfängt, diese ganzen Blöcke oder diese ganzen Stacks oder Segmente, die man da drinnen kriegt. Und eins von diesen Segmenten beinhaltet nachher unsere Methoden, die wir uns angucken wollen. Und zwar in meisten Fällen ist es die TX. Das hat nichts mit Text wie im Deutschen zu tun, sondern das ist für T, weiß ich nicht mehr, was es steht, aber X ist executable. So, das ist in der Regel der ausführbare Code, der beim Programmstart in den Speicher geladen wird, zusammen mit der Laufzeitumgebung, was da unter Windows LD, die LD-Library ist, was unter Windows die Windows-Umgebung ist. Und die startet am Ende
deine Main-Methode, mit der du im Code angefangen hast. Bevor das allerdings passiert, werden alle möglichen Libraries noch geladen. Bevor das noch passiert, werden viele Sachen im Speicher noch entsprechend zurechtgestellt. Und da spielt viel die Beziehung zwischen User Space und Kernel Space eine Rolle. Der Kernel Space ist quasi das, was das Betriebssystem ausmacht und mit dem die Anwendung nachher redet. Und beim Reverse Engineering geht es in den meisten Fällen darum, diese Schnittstellen dazwischen einmal aufzufangen oder auszulesen, weil das sind für uns die interessanten Stellen. Wenn jetzt zum Beispiel Netzwerk-Traffic über das Netzwerk geht, dann wird der Socket aufgerufen. Der Socket ist ein System Call, der am Ende ans Betriebssystem geht. Es wird sogar noch davor Get Host by Name aufgerufen, um herauszufinden, welche IP-Adresse dieser Hostname hat. Und das geht auch wieder ans Betriebssystem. So, und diese Schnittstellen kann ich zwischendurch auch schon alle aufzeichnen, während ich nur eine Anwendung ausführe, ohne dass ich dabei reingucke. Da gibt es für Linux S-Trace, für macOS gibt es D-Trace und bei Windows müsste man dann halt einen Win-Debugger nehmen, um herauszufinden, welche System Calls wo aus anderen Libraries rausgeführt wird. Da ist aber auch wieder von der Architektur der Unterschied, dass Windows einen relativ kleinen Kernel hat, sondern dass meistens andere Sachen wie Get Host bei dem einfach nur andere DLLs sind, die dann geladen werden. Dann wollen wir mal loslegen. Ich fange als erstes an mit .NET-Anwendungen. Ich habe eine super einfache .NET-Anwendung geschrieben, die nichts anderes macht, als Hallo Welt auszugeben. Ich glaube, es kann man ein bisschen schwer sehen jetzt. Ein bisschen kleiner, ne? Ich weiß nicht, wie ich unter Virtual Studio die Schrift halt vergrößere. Ah, da, ja, stimmt. Perfekt. Here we go. Jetzt habe ich ein Virtual Studio Zertifikat verdient. Nee, das ist eine super einfache Anwendung. Wenn ich am Ende jetzt hier oben dann einfach Compile drücke, wird die Anwendung inklusive Debug-Symbole einmal kompiliert und dabei kommt eine Exe-Datei raus, die ist dann in diesem PE-Header-Format. Dadurch, dass es aber jetzt wieder eine .NET-Anwendung ist und ich die genauso unter Linux ausführen könnte, gibt es ein nettes Tool, das heißt ELSpy. Übrigens, eine Menge Malware ist inzwischen auch .NET, weil das sich schnell runterschreiben lässt. Und da kann man gut mit anfangen, .NET-Malware einfach mal auseinanderzunehmen, einfach zu gucken, wie setzen die Sachen zusammen. So, und hier ein ELSpy, den kann ich mir einfach runterladen, den gibt es auf GitHub. A File, das sagt dir das direkt. Achso, die Frage war, wie ich jetzt bei einer PE-Executable rausfinde, ob das jetzt eine, sagen wir mal, mit C geschriebene Anwendung ist oder eine .NET-Anwendung ist. Und da hilft mir File tatsächlich schon. Der sagt mir dann schon, hey, das ist von dem und dem Typ. Da steht dann .NET Mono drinne und dann weiß ich da auch schon Bescheid. So, ja, es gibt dieses Tool ELSpy, das kann man sich runterladen, das gibt es auf GitHub und ist Open Source. Und das Schöne ist, das hat eigentlich schon alles drin, was man möchte. Da muss ich dann auch am Ende nur sagen, File Open und wähle meine Test-Excel aus. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Und wenn ich jetzt hier reingucke, hier sehe ich meinen Code wieder. Ich kann hier nicht die Schriftart vergrößern. Ja, nee. Bildschirmlupe, ja. Ctrl Plus habe ich probiert. So, das ist aber so jetzt, also .NET-Anwendung ist wirklich so mit einer der einfachsten Fälle, weil da kann ich die einfach mit reinladen und der gibt mir auch den Quellcode komplett so zurück, wie er quasi fast schon eingegeben ist. Was jetzt natürlich gegenüber dem Quellcode, den ich ursprünglich mal geschrieben habe, fehle, ist jegliche Kommentare, die Entwickler ursprünglich mal in den Quellcode mit reingepackt haben. Die kann ich jetzt nicht sehen, das heißt, ich muss rein auf der Basis arbeiten von dem, was mir der Decompiler jetzt hier rausgibt. Die Namen sind auch alle gleich und so weiter drum und dran, ja. So. Das war das einfachste Beispiel. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Und zwar, ich will mit ein bisschen mit Android anfangen, weil
Android hat ein bisschen eigenes Format. Die benutzen nur halb Java. Was die aus Java-Dateien nochmal machen, ist, die wandeln das um in ein Format, das heißt DEX. Und das hat einfach nur den Vorteil, das ist wie Class, allerdings kleiner. Also die haben viel rausgeschmissen, haben viel verkürzt und so weiter drum und dran. Das heißt, ich muss noch einen Schritt mehr machen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal irgendeine Android-Anwendung nehmen von meinem Telefon, die einmal komplett runterziehen, von dort aus dann komplett umwandeln in Class Java Code und von dort an umwandeln in Java Code. Zoom. Here we go. Das können wir größer machen. So, fangen wir an, als erstes die Anwendung zu finden. Man muss das Telefon in den Debugging-Modus dafür setzen. Das ist in den meisten Fällen ist es ganz einfach, dass man ganz unten in den generellen Einstellungen auf Allgemein geht und dann die Bildversion raussucht und dann da 7-mal draufklickt und dann sagt er, okay, wir haben den Debug-Modus für das Telefon freigeschaltet. Dann gibt es ein separates Menü. Und da kann man dann halt einstellen über USB-Debugging an oder aus oder Screen bleibt an, wenn geladen wird. So alles, was Entwickler eigentlich brauchen fürs Telefon. Das Schöne ist, das ergibt mir auch vollen Zugriff mit dem Tool ADB. Das kommt mit dem Standard Android SDK. Das ist die Android Debugging Bridge. Die sagt mir jetzt, mein Gerät ist angeschlossen oder auch nicht. Danke. Ah, okay, mein Telefon ist angeschlossen. Da kann ich jetzt auch Befehle auf dem Telefon ausführen mit dem Shell. Ich könnte jetzt eine komplette Shell machen, aber ich will jetzt hier nur eigentlich einen Befehl haben. Und der ist Packet Management List Packages. Und wir hätten gerne den vollen Pfad. Und ich grenzt das jetzt einfach mal ein auf Lufthansa. Ja, so, ich habe zwei Lufthansa-Entwicklungen auf meinem Telefon, Anwendungen auf meinem Telefon installiert. Das Schöne ist, der zeigt mir jetzt hier hinten steht die Anwendung und vorne steht der komplette Pfad zu der Anwendung, also die Datei, die ich vom Telefon runterziehen muss. Das mache ich jetzt auch mal. ADB Pull. Die und ich habe schon eine Base, also nehmen wir die hier base2.apk. Das sollte eigentlich schnell gehen, genau. So, base.apk, ich habe, falls das jetzt nicht mit dem Telefon funktioniert, einfach schon die erste Lufthansa-Anwendung runtergezogen, damit man arbeiten kann. Jetzt könnt ihr sagen, welche ihr haben wollt, welche ich auseinandernehmen soll. Eins oder zwei? Zwei, okay, die neue, die ich noch nicht gemacht habe, das ist gut. So, was ich jetzt habe, ist im Prinzip nichts anderes als diese Anwendung von meinem Telefon auf meinem Laptop gezogen. Auch hier kann man schon wieder File einmal schön ausführen. Und dann sagt er mir eigentlich, glaube ich, nur, dass es ein Archiv ist, ein ZIP-Archive. So, das ist das, was für das Betriebssystem einfach nur eine Anwendung ist. Und man kann das auch ganz normal entpacken. So. Und dann habe ich jetzt alles, was in diesem Archive drin war, entpackt. Allerdings habe ich mit den Dateien noch nichts gemacht. Die sind immer noch in diesem Rohformat. Das heißt, auch wenn jetzt hier zum Beispiel Android Manifest XML, das ist die Datei, die unter anderem beschreibt, welche Rechte ich für diese Anwendungen freischalten möchte, lesen möchte, dann kommt da eigentlich nur Müll bei raus. Tut mir leid.
So. Ja, es ist halt auch wieder so eine einzelne gepackte Geschichte. So, das heißt, mit der Datei kann ich jetzt noch nicht arbeiten. Was ich allerdings hier nochmal nachgucken sollte, ist, wir haben hier eine classes.dext, das ist auch wieder ein Archiv. Da sind alle meine Class-Dateien am Ende quasi drin, die die Anwendungen ausmachen. Alles andere sind XML-Dateien, die die Anwendung beschreiben oder Ressourcen wie Bilder und so weiter, allerdings stark komprimiert. Um die Dateien jetzt im Klartext zu lesen, brauche ich ein Tool, das heißt APK-Tool. Dann, ich glaube, die war das, richtig? Decompress. Two APK. Ja, das sieht gut aus. So, was der jetzt im Prinzip macht, ist mir aus diesem Archiv einmal alles zurückzusetzen. Und das heißt, ich kann alle XML-Dateien zumindest schon mal lesen. Allerdings dekompiliert er mir den Java-Code nicht in Class-Dateien, sondern in Smalley-Dateien. Und die sind relativ schwer zu lesen und zu bearbeiten. Also wenn ich im Java-Code weiß, was ich ändern will, dann kann man damit arbeiten. Das ist relativ vorteilhaft, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anwendung nur eine If-Bedingung ändern will oder eine Checksumme ändern will und so weiter drum und dran, dann kann ich das da drinnen machen und wieder zusammenpacken und die Anwendung zurück aufs Telefon packen. Das funktioniert gut. Allerdings jetzt nicht den Code richtig zu bearbeiten. Dafür ist es nicht so toll. Allerdings der Vorteil ist jetzt, hier habe ich jetzt die XML-Dateien und alle Ressourcen in Klartext. Das heißt, ich kann jetzt hier lesen und verändern, was an Berechtigung für diese Anwendung erforderlich ist. So. Jetzt wollen wir ja Class-Dateien haben, also von Dext zu Class umzuwandeln. Dafür gibt es ein Projekt, das heißt Dext to Jar oder Dext to Class. Das ist auch Open Source, kann man sich einfach runterladen. Ich habe das jetzt mal. Ja, Dext to Jar. Okay, wir müssen Exception. Nee, es geht auch aufs APK. Er hat's gemacht. Perfekt. Vielleicht nicht den ganzen Code, müssen wir mal gucken. So, der erstellt mir jetzt diese Jar-Dateien, da sind jetzt ganz normal die Class-Dateien drin. Das ist, wie man es aus jeglicher anderen Java-Umwendung eigentlich auch erkennt. Da hat man in der Regel eine riesen Bunch an Jar-Dateien, die machen am Ende die Anwendungen aus. So, das heißt, alles, was ich jetzt von hier aus erkläre, betrifft auch jegliche Java-Anwendung. Wenn man jetzt nach Java Decompiler sucht, dann findet man relativ meistens ein Tool, das heißt JDGUI. Das finde ich nicht so toll. Deswegen will ich das jetzt hier auch nicht empfehlen. Es hat mir relativ viele Probleme gemacht, damit zu sorgen, weil der bei vielen Stellen sagt so, hey, hier verstehe ich die Logik nicht mehr und kann das auch nicht zurückwandeln und schreibt dann nur so eine Exception hin, die er dann hatte. Es gibt ein anderes, das heißt CFI. Das ist auch Open Source, kann man sich auch einfach so runterladen und das arbeitet wesentlich besser und das will ich jetzt einmal aufrufen. Ja. CFR, ist schon mein Fehler. So, dann haben wir hier unsere Base 2. Das sieht gut aus. Das läuft jetzt ein bisschen durch. Ach, der ist schon fertig.
So, hier habe ich jetzt meine Java-Dateien. Ich nehme mal eine. Oh, die ist nicht spektakulär. Alle nicht spektakulär. Und dann kann ich jetzt anfangen, die Anwendung im Java-Code durchzulesen. Von dort aus kann ich dann halt relativ einfach, also das Erste, was ich mache, ich kriege meistens Anwendungen von Banken, so für Online-Banking. Und dann suche ich jetzt erstes nach Secret in dem ganzen Quellcode. Und dann habe ich in 80% der Fälle schon Private Key gefunden. Deswegen ist es dann Android-Hacking in 10 Minuten durch. Und dann funktioniert wirklich in 80% der Fälle. So. Genau. Jetzt haben wir quasi das einmal durchgezogen mit Java. Von dort aus gesehen, man sollte jetzt nicht erwarten, dass man den kompletten Code kompilieren kann, aber man kriegt dadurch einen sehr, 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 sehr guten Einblick, was jetzt gerade so App-Entwickler im Android-Umfeld machen oder was halt jegliche Java-Anwendungen, was dann halt viel Tomcat-Anwendungen oder solche Sachen sind, die kann man damit schnell einfach auflösen. Also Java macht es wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Schwieriger wird das natürlich, wenn wir jetzt zu 11 kommen. Weil da ist es halt so, ich habe auch da mal ein ganz kleines Beispiel geschrieben. Genau, das ist mein kleines Hallo-Welt-Beispiel. Als Binärdatei sieht die natürlich dann so aus. Na. Also wir haben oben unseren Elf-Header. Dann haben wir alles mögliche an Strukturen. Wir sehen auch, dass andere Bibliotheken geladen wird. Aber hier jetzt unser Hallo Welt zu finden, dürfte ein bisschen schwieriger sein. Wir müssten irgendwo den Text Hallo Welt haben. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja jetzt nicht aus dem Hexdump das rausziehen. Boah. So, was wir jetzt wollen, ist Objektdump benutzen. Ah, okay. So. Was ich jetzt quasi gemacht, also Objektdump kommt mit GCC eigentlich mit, ich glaube. Das gibt mir quasi diese ganzen Strukturen, diese ganzen Segmente aus diesem Elf-Format, unabhängig von der Architektur. Also ich kann jetzt auch ein Elf-Format von 32-Bit nehmen oder von einem anderen Unix, das würde trotzdem funktionieren, weil das Elf-Format da ja standardisiert ist. Und ich habe jetzt quasi nur ein Segment rausgegeben, was im Speicher nachher read-only markiert ist, allerdings auf dem Stack hängt und eine Speicheradresse hat. Und in dem werden jetzt zum Beispiel alle Strings verwaltet, die in der Anwendung drin sind. Weil im Code selbst wird dann nur noch die Speicheradresse zu dieser Position gegeben. Und hier müsste man jetzt zum Beispiel schnell die Liste einmal durchgucken, ob man skriptische Strings findet. Das sind dann die Keys. Da hat man jetzt nicht den Vorteil, dass ich nach variablen Namen suchen kann wie im Java-Code. Es geht da halt nicht so einfach. So, und jetzt wollen wir auch direkt den Code einmal sehen, und zwar unsere Main-Methode. Und das ist, ich glaube, einfach nur minus D. Ja. So, das ist auch wieder eine Menge. More. No. Ah.
So. Was wir jetzt im Prinzip einmal sehen, sind jetzt aus diesem TX-Segment alle Methoden, die quasi einmal in diese Binary mit reinkompiliert sind. Jetzt haben wir natürlich mehr als nur unsere eine Main-Methode, sondern wir haben alles Mögliche, was der Compiler am Ende mit reingelinkt hat. Und je nachdem, wenn ich eine Anwendung, eine gleiche Anwendung, ich kann mein Hello-Welt-Beispiel nehmen, mit einem unterschiedlichen Compiler nehme, kommt da auch wieder was Unterschiedliches bei raus. Das macht die ganze Sache natürlich schön komplex. So, aber was wir sehen, das sind alles so Standardsachen, die eh jedes Mal bei einer Anwendung mit aufgerufen werden. Deswegen sind die beim Reverse Engineering von Malware auch relativ interessant, weil das muss dann nicht mehr unbedingt den Standard entsprechen. Vielleicht alles, was in der Main-Methode passiert, ist wesentlich, wesentlich, wesentlich später, weil von dort aus gehen wir ja schon fast wieder zurück und beenden das Programm. Wir haben aber auch unsere Main-Methode hier drin. Put s ist übrigens, was der Compiler daraus gemacht hat, weil ich habe in meinem Code printf benutzt. Der setzt das aber am Ende intern in diesen ganzen Compiler-Strukturen auf put s um, weil das für den optimaler ist für die Laufzeitumgebung. So, Startmethode. Ah, hier ist unsere Main-Methode. So, und von hier aus hilft leider nichts anderes, als wirkliche Sampler zu lernen. Also, wie gesagt, wenn ihr 11 Dateien auseinandernehmen wollt, ihr müsst das Sampler lernen, zumindest so weit, dass ihr versteht, wie welche Register zumindest eine große Rolle spielen. Wenn es nachher um nicht nur Reversing von Methoden, sondern auch Exploit-Entwicklung drum geht, dann sowieso, weil von dort aus wird dann richtig im kleinen Feld definiert, auf welcher Architektur, in welchem Register gerade welche Sachen drin stehen, um einen Exploit zum Laufen zu kriegen. Das ist dann nicht mehr so ein bisschen Trial and Error, sondern dann wird es richtig komplex. Aber prinzipiell haben wir hier unsere Print-Methode. Hier werden die Parameter für PutC gesetzt, inklusive des Speicherregister, was wir vorhin gesehen haben, wo mein Hallo Welt drin steht. Und hier wird einfach nur 0 auf ERX gesetzt und das ist der Rückgabewert an die Methode, weil wir haben noch einen Return 0 vom Main. So. Es gibt Tools, und ich werde euch auch noch eins zeigen, was aus diesem ganzen Assembler-Code stückweise wieder C macht. Allerdings dann auch nicht direkt das C-Code, was die Entwickler ursprünglich mal geschrieben haben, weil gesagt, das hängt auch wieder vom Compiler ab, sondern die Tools sind dann halt auch richtig, richtig teuer. Da verlangen die pro Architektur dann nochmal richtig viel Geld. Und dann hilft das auch nur im kleinen Stil. Also man kann nicht eine komplette Anwendung dann sagen, bitte einmal in C und dann ist alles erledigt. So leicht geht das leider nicht. So. Ja, ich zeig's euch kurz. Eins dieser Tool heißt IDA Pro. Ich habe jetzt hier einmal das Notepad geladen. Nein, ich möchte das jetzt nicht. So. Und im Prinzip, jetzt sieht man, warum das Tool so teuer ist. Oben läuft der Balken halt durch. Was dieses Tool macht, ist nicht nur einmal diese ganzen Strukturen 11 oder Mach O oder die Architektur darunter auszulesen, sondern da laufen relativ viele Skripte im Hintergrund, die zum Beispiel die ganzen Referenzen, was wird von wo aufgerufen, dir schon wiedergeben. Das hilft natürlich beim Reverse Engineering ungemein. Am Ende macht er mir sogar so hübsche Grafiken, auf denen man aber links nie arbeitet, sondern man geht immer auf die Methode, die man eigentlich am Ende haben will und sagt dann, where is TextView? TextView. So, und arbeite dann auf der Ebene. Das Schöne ist jetzt allerdings, hier kann ich jetzt alle möglichen Kommentare dahinter setzen und ich kann dieses Tool auch dafür benutzen, um eine Anwendung live zu debuggen und an genau der Stelle dann festzusetzen und zu gucken, was ist im Speicher, welchen Key benutzen die, das ist die andere Methode, den Private Key rauszukriegen, aus dem Speicher rauszuziehen und sagen, haha, ich habe euren Schlüssel rausgekriegt. Da muss man dann allerdings wirklich schon sehr tief in diesen Anwendungsstrukturen arbeiten. Und wenn man jetzt mit Windows-Anwendungen arbeitet, muss man die Windows-API aus dem FF kennen. Also da kommt man auch nicht drum rum. Weil das ist das, was die Anwendungen am Ende wirklich ausführen. Der eigene Teil ist in der Regel relativ klein immer.
sondern meistens ist es die Kommunikation zu anderen DLLs. So, das Tool kostet allerdings auch, ich glaube, 1500 Euro oder sowas für ein Jahr. Pro Architektur. Hast du die? Ich hab die nicht. Der kostet extra. Tatsächlich, der kostet extra. Ich habe den damals nicht als Lizenz mit dazu gekriegt. So viel Geld hatte ich da. Ich glaube, der kostet sogar mehr als das Tool an sich. So, ja, ja. Ansonsten, AIDA Pro ist, was man ansonsten in jedem, also wenn jemand Reverse Engineering auf einer spezifischen Sache gemacht hat, dann redet er eigentlich immer nur von AIDA Pro. Und dieser Farbcode, den sieht man auch immer in Slides von allen möglichen anderen Talks. Deswegen, es gibt eine freie Version von dem Tool, die dann allerdings immer zwei Versionen hinterherhängt. Sich das Tool trotzdem anzugucken und damit zu arbeiten und zu spielen, geht auf jeden Fall. Und es hat auch eine wunderhübsche Python-Scripting-Umgebung darunter, die viele Sachen am Ende vereinfacht. Gerade so, um Sachen wiederzufinden. Es gibt spezifische Skripte, die suchen nur nach speziellen Werten im Code. Weil wenn man sich jetzt gewisse Krypto-Algorithmen anguckt, dann sehen die, dass die überall diese gleichen Hash-Initialisierungs-Hash-Tables haben. Und dann kann er zum Beispiel sagen, oh, diese Anwendung benutzt diesen und diesen Encryption-Algorithmus, weil wir haben die Table da drinne gefunden. So. Das ist allerdings Sachen, dann ist man bei 50% seiner Arbeit, ist man in diesem Tool mit drinne und arbeitet kaum noch mit anderen Tools. Das ist jetzt nicht so der Einsteiger, auf jeden Fall nicht. Okay. Mach O, da heißt das Tool dann halt O-Tool. Das funktioniert ähnlich wie Object Dump. Das funktioniert nur auf Mac, muss man sagen, wie alles auf Mac nur auf Mac funktioniert. Also dann braucht man ein Mac. Man muss sich Xcode einmal installieren, das ist die Entwicklungsumgebung für macOS. Und dann funktioniert aber auch schon X-Tool und O-Tool und alles. Und nicht nur für Mac-Anwendungen, sondern auch für iOS-Anwendungen. So, die einzige Besonderheit bei Mach O ist, dass Mach O an sich zwar einen Header hat, aber in diese Anwendungen für unterschiedliche Architekturen die Anwendung mit drin sein kann. File zeigt einem das auch schön an, dann sagt er, diese Anwendung ist für ARM V7 bla 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 kompiliert, oder 32-Bit und 64-Bit. Und das heißt, alles, was in diesem Code quasi dann drin ist, ist zweimal kompiliert, allerdings hat es nur einmal die Stringtable und einmal den Header. So, das heißt, von dort aus wird es dann auch nochmal schwierig, weil man sich dann unterschiedliche Register, wenn man sich den Assembler-Code auseinandersetzen muss, da muss man dann halt auch wieder unterschiedlich reagieren. So, das, was ich jetzt hier einmal nur aufgelistet habe, hilft, um alle Strings rauszuziehen. Ich habe genauso das Hallo-Welt-Beispiel gebastelt. Und das wäre dann halt der Code. Auch hier habe ich, hier ist mein printf. Hier sind die ganzen Parameter dafür setzen. Und anschließend return ich nur noch mit irgendwo 0. Jetzt ist es allerdings so, dass die meisten Anwendungen auf macOS nicht in C geschrieben sind, sondern in Objective-C. In Objective-C sieht alles nochmal ein bisschen anders aus. Es gibt diesen nm-Befehl und der hilft mir halt, diese Objekte innerhalb von Objective-C alle zu erkennen, weil die arbeiten nicht ganz objektorientiert, sondern die haben halt Objekte, denen Nachrichten geschickt werden und mit denen die dann arbeiten und die Nachrichten wieder an andere Objekte verschicken. Daher kommen alle diese ganzen Strukturen, wo dann halt Unterstrich bis zum geht nicht mehr dran ist. Mein foo-Objekt ist hier. Object Class foo. Dann gibt es eine Metaklasse dazu, dann gibt es, das ist die eigentliche Run-Methode dazu und dann habe ich noch eine Main-Methode, ich kann euch jetzt auch noch den Code zeigen, aber wir laufen auch aus der Zeit raus. Wenn ich jetzt ohne Compiler oder Decompiler einfach nur noch Informationen rausladen will, bei jeglicher Anwendung kann ich zumindest sagen, ich setze die Umgebungsware DYLD Print Libraries auf nichts, aber sie ist da. Und für den Code aus, dann wird automatisch bei jeder Anwendung jede Bibliothek, die geladen wird, mit ausgegeben. Das hilft mir auch schon mal viel, um zu gucken, wo ich überall mit rein muss. Weil dann weiß ich zumindest schon mal, die und die Bibliotheken aus dem Betriebssystem werden geladen und die eigenen Bibliotheken werden geladen. Und wenn da zum Beispiel nicht schon mal die eigene Bibliothek für Encryption drin ist, dann weiß ich, die wird gar nicht benutzen.
Das funktioniert auch unter Linux. Ansonsten habe ich schon S-Trace oder D-Trace erwähnt. Das benutze ich tatsächlich ziemlich oft, auch um einfach mal Fehleranalyse beim Programm zu machen. Wenn ein Programm einfach sich beendet, dann weiß ich damit zumindest schon mal, was sind so die letzten Aktionen, die gegenüber dem Betriebssystem gelaufen sind. Und das kann auch manchmal sein, dass er einfach die Config-Datei nicht gefunden hat. Dann sieht man, er hat versucht, eine Datei zu laden, sieht aber, der Return-Code ist -1, Datei nicht gefunden. Und dann weiß ich, hey, der konnte niemals diese Datei laden aus Permission denied oder Datei war nicht da. Da hilft das viel, schon mal so einen Einblick in so eine Anwendung zu kriegen, die sonst nur im Binärcode vorliegt. So. Ein Thema, was ich noch kurz anreißen will, ist, da habe ich auch das Beispiel für. Ich habe, ist Binwalk. Binwalk adressiert mehr so, ich habe jetzt eine Firmware mir runtergeladen von meinem Access Point und das ist ja ein Riesenblock, der quasi im Webinterface des Access Points hochgeladen wird, damit ihr die neue Firmware flasht. Ich will jetzt aber links in diese Anwendung mit reingucken. Und was wir jetzt einfach mal gemacht haben heute Morgen ist, wo ist es? Ah, hier, von den Hersteller, ich nenne ihn jetzt nicht, die Firmware hier runtergeladen. Ich habe jetzt auch kein Netz. So, die kommt als ZIP-Datei, das kann ich noch relativ einfach anzippen. Dann habe ich eine PDF-Datei und eine BIN-Datei. Mit der BIN-Datei kann ich zumindest schon mal wenig anfangen, weil Data. Ja, aber wahrscheinlich nur ein Teil dessen, das unter GPL ist. Dann, ja. Zumindest haben sie sich schon mal mit GPL so weit auseinandergesetzt, dass das Legal Department verpflichtet, in der Release eine PDF-Datei mitzuliefern. So, jetzt benutze ich Binwalk. Das kommt auch bei Debian und bei Ubuntu, glaube ich, einfach mit. Also einfach sagen, apt-get install Binwalk und setze es auf die Datei an. Und dann sagt er mir quasi zumindest schon mal, ich habe da drin einen U-Boot-Kernel gefunden, ich habe da drin ein Filesystem gefunden irgendwo. Ah, hier JFS2, das ist das Filesystem. Und weiß auch die Adresse. Das heißt, ich kann jetzt mit DD diese Speicheradresse direkt aus dieser einen Datei rausziehen, mounten. Und dann habe ich zumindest schon mal Zugriff auf das komplette Filesystem, wie das System sich hätte. Und da suche ich mir dann die Executables raus und kann die dann anfangen zu reverse-engineeren. So. Binwalk macht auch mehr als nur das Anzeigen. Also wenn ich jetzt hier sage, ich glaube E war das. Ah. Minus E. Dann habe ich ein Verzeichnis, genau, extracted. Und hier habe ich dann halt die einzelnen Speicheradressen schon so drin. Und dann hier ist zum Beispiel jetzt diese JFSS-Datei, könnte ich direkt per -O-Loop-Option mounten, wenn ich JFS2-Support für den Kernel habe. So, das macht auch relativ Spaß, gerade sich so die aktuelle Firmware mal rauszukriegen. Der meiste Ansatz ist allerdings, das zu nutzen, die etc-Passwort-Datei oder etc-Shadow-Datei zu finden, den Crack rauszusuchen, also den Hash rauszusuchen, einmal in John reinzujagen und dann sich per Telnet auf die Geschichte einzuloggen. Funktioniert erstaunlich gut. So. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, also ich muss über die Themen rüberspringen, dann kriegen wir das noch hin. Ja. Obfuscator funktionieren, um das Leben vom Reverse Engineering schwer zu machen, auf jeden Fall. So, was bedeutet das jetzt zum Beispiel? Die ersten fünf, die ich jetzt hier ProGuard, ist der beliebteste, sind alle für Java, der letzte StunX ist für C. Was die im Prinzip machen ist, ich habe ja als Entwickler, wenn ich Source Code schreibe, relativ hoffentlich eindeutige Namen, um den Sachen Funktion zu geben. Zum Beispiel Encrypt Function, um einen String zu verschlüsseln oder Decrypt, um einen String zu entschlüsseln. Was die jetzt quasi machen ist,
manchmal auch aus Performance-Gründen, einfach diese ganzen Namen zu kürzen. Das heißt, in Java habe ich dann Package A, B, C und in Package A habe ich dann Package A, B, C und in Package A, A habe ich dann Class A, B, C und in Klasse A aus A, B, C, aus A, A, A gibt es dann Methode A und B und C. So zieht sich das dann halt durch. So, und da jetzt dann noch irgendwie was sinnvoll rauszulesen, alle Strings sind irgendwie, ne, die Strings an sich, die Werte sind noch im Klartext da, aber die ganze Package-Struktur darunter ist einmal quasi obfuscated mit den ganzen Namen. Das macht das Leben dann schon relativ schwer, da dann rauszufinden, weil dann kann ich auch nicht mehr nach Key grappen, weil die Funktion oder die Variable heißt dann nicht mehr Key. Das heißt, das funktioniert relativ gut, um das Leben hart zu machen. Ist es ein hundertprozentiger Schutz? Leider natürlich nicht. Das nächste sind dann, das ist besonders beliebt in Malware, was die im Prinzip machen ist, ein Programm, was aufgerufen wird, wird ja 1:1 in den Speicher gemappt. So, was die machen ist, das, was dort gemappt wird, ist nicht mehr gemappt, sondern ist einfach gepackt mit einem ZIP-Algorithmus und so weiter drum und dran und wird dann dynamisch in den Speicher geladen, der auf Executable gesetzt wird und wird von dort dann ausgeführt. Das hat nicht nur Vorteile, es hat auch riesen Nachteile. Den Code zum Beispiel oder den Speicher, wo die normale Anwendung geladen ist, die steht auf Read-Only Executable. Das heißt, selbst wenn ich einen Buffer-Overflow habe, kann ich den Speicherbereich nicht ändern. Wenn ich allerdings einen Packer benutze und der das dann im Speicher entpackt und dann von dort ausführt, dann habe ich einen super Algorithmus, um jegliche Signatur für mein Virus zu umgehen und so weiter drum und dran. Allerdings, der Bereich für die Anwendung an sich macht die Anwendung sicherer vor Intellectual Property Reverse Engineering, allerdings unsicherer für die Laufzeitumgebung, weil dieser Bereich ja automatisch schreibbar ist. So, das heißt, die machen nicht nur Sachen sicher und wie gesagt, auch da gibt es jeweils Anti-Tools, das heißt, es gibt dann Tools, die das einmal ausführen, in Speicher laden, wenn das dann im Speicher entpackt ist, nehme ich das von da und mache wieder eine Excel-Datei draus. So, und der letzte Part ist die ganzen Anti-Debugging-Methoden. Das sieht man viel, wenn man sich an Malware ranguckt. Dann sieht man zum Beispiel, die erste Prüfung ist, laufe ich auf VMware. Okay, dann laufe ich heute nicht. Laufe ich auf, gibt es diese DLL? Ja, die gibt es, also Windows Debugger DLL. Dann laufe ich auch erstmal nicht. Da gibt es viele Sachen, die in den Sachen mit drin haben. Wenn man sich die ganzen Rootkits anguckt, das ist alles, was man mit reinklickt. Ja, prüft das. Das ist so ähnlich wie jetzt die ganzen Anwendungen prüfen, ob es Root auf dem Telefon hat oder so. Nur halt in der Anti-Geschichten. Dann, wenn ein Compiler eine Anwendung kompiliert und linkt, dann linkt er das ja nicht alles aneinander, sondern gibt es immer noch Blöcke. Und dann setzt er dazwischen auf diesen Blöcken, setzt er dann zum Beispiel Int3, was dann halt Interrupt 3 ausrufen würde, was für Debugging scheiße ist, weil er da dann automatisch rausspringt und einen Fehler wirft. Solche Sachen sind sehr, 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 sehr beliebt in solchen Sachen. Als auch, wenn ich die Sachen im Speicher geladen habe, dann noch mal eine Checksumme auf den Speicher zu machen und zu prüfen. Der nächste Punkt ist, eine Anwendung kann nur von einem Debugger gedebuggt werden. Das heißt, wenn sich eine Anwendung zu sich selbst als Debugger connectet, dann kann kein anderer Debugger kommen und sich dann sagen, ich möchte gerne dich debuggen, weil dann geht das auch wieder nicht. So, das sind alles Mechanismen, die man in so eine Anwendung einbauen kann, machen das Sachen schwieriger. Die meiste Schwierigkeit ist allerdings immer noch die Komplexität mit den ganzen Frameworks, die man jetzt aktuell hat, weil Entwickler lieben es, neue Frameworks zu benutzen. Das heißt, die benutzen Frameworks auf Frameworks auf Frameworks auf Frameworks und dann ist man sehr schnell bei 7 Layers, um einen einfachen String auszugeben. Und das macht die Anwendung nicht nur langsamer, sondern macht sie halt auch wesentlich, wesentlich komplexer. Und das ist so der größte Feind von Reverse Engineering, die Komplexität. Damit bin ich auch schon durch. Ich weiß, ich habe das Thema jetzt durchgeprügelt und freue mich auf Fragen. Ja, ich füge die Slides dem Vortrag zu. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Keiner traut sich?
Mir nicht bekannt. Hm? Achso, die Frage war, gibt es noch irgendwelche anderen Tools außer AIDA Pro zum Dekompilieren von C-Code? Mir sind keine bekannt. Hopper, ja, habe ich mal gehört, habe ich aber nie ausprobiert. Ist 90 Euro, okay. Ja. Werde ich mal ausprobieren. Also die 90 Euro habe ich auf jeden Fall dafür. Bei den üblichen Grundlingen, die man gerade im Center gesehen hat, wie hilfreich ist denn da so ein Debugger überhaupt, wenn man denkt, das große Ganze oder Decompiler sieht? In der Regel ist es sehr hilfreich, die ganzen Methoden da machen, weil wenn man, wie gesagt, man spezialisiert sich auf eine Architektur. Das heißt, wenn man jetzt anfängt mit iOS oder macOS, die ganzen Sachen auseinanderzunehmen, dann hat man relativ schnell den Überblick, das sind die Objekte. Und da gewöhnt man sich schneller rein, weil da steckt ja auch ein Pattern dahinter. Dann ist es relativ einfach. Allerdings, man muss einmal diese Anfangs-Lernkurve machen und die ist relativ mühsam, sich da reinzusetzen. Ja. Die Frage war nach der Legalität. Die ist schwierig zu beantworten. Ich bin auch kein Jurist. Und ich prinzipiell, ich wohne noch nicht mal in einem Land, in dem das irgendwelche Typen interessiert. So prinzipiell. Klar, alle schimpfen und springen sofort rein, hier Intellectual Property. Es gibt Länder, es gibt Lizenzen, wo drin steht, wenn du diese Anwendung benutzt, verpflichtest du dich nicht, sie reverse zu engineeren. Allerdings, wie legal das bindend ist, müsstest du einen Juristen fragen, kann ich dir wirklich nicht sagen. Wo ich dir auf jeden Fall sagen kann, bei jeglicher Malware würdest du niemals Probleme haben, deswegen einen legalen Grund zu finden, dass du das nicht auseinandergenommen hast. Okay, noch irgendwelche Fragen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kannst du wirklich schon viel machen, dass du dann die Malware denkst, ich bin in einer kontrollierten Reverse-Engineering-Umgebung, ich möchte nicht laufen. Das wird wahrscheinlich etwas Sicherheit bringen, aber nicht hundertprozentig. Es gibt übrigens, also man muss da auch vorsichtig sein, weil es gibt jetzt inzwischen Malware, die explizit sagt so, okay, ich bin auf VMware, das heißt, ich benutze jetzt erstmal die Exploit, die anders mit dem Speicher umgehen, um den Host-Betriebssystem zu infizieren. Da ist man auch schon fleißig am Forschen. Okay, noch irgendwelche Fragen? Ja. Bei Android ist es halt so, ich habe halt dieses APK-Tool benutzt, um das quasi einmal rauszuwandeln. Der gibt mir alle XML-Dateien und den Code als Mali-Code. Da kann ich die Bedingungen einfach ändern und dann kann ich mit APK-Tool das auch wieder zusammensetzen und wieder hochladen. Kann man ausprobieren. Ist lesbar, aber es ist nicht Java-Code, es ist wesentlich schwieriger. Ja. Nee, also Adressen verschieben wäre auf jeden Fall schon mal blöd. Alles, was ich bis jetzt in C-Anwendungen gepatcht habe, war eigentlich immer nur eine If-Ja, dann eine If-Nein-Bedingung umzusetzen. Und das war 20 Jahre her, um Spiele zu cracken. Also wie das da jetzt aussieht. Aber wie gesagt, der Freund ist Debugger in jeglicher Hinsicht in diesen ganzen Anwendungen. Okay, ich glaube, wir sind mit der Zeit auch schon drüber. Ich bin auf jeden Fall noch hier bis morgen, wenn ihr noch Fragen habt. Dankeschön.